Gespräch um. Ah ja, perfekt. Perfekt. Dann sind Sie ja pünktlich. Das ist gut. Das ist eine Eigenschaft, die wir bei uns im Unternehmen definitiv zu schätzen wissen, aber eigentlich auch fordern, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Wir benötigen keine Leute, die unpünktlich sind. Das wird bei uns nicht lang geduldet. Genau. Das Problem daran ist, dass man im Zweifelsfall viel zu viel Zeit mit anderen Dingen verschwendet und dadurch nicht zur eigentlichen Arbeit kommt. Genau. Gut. Ich habe einige Fragen an Sie und ich möchte mit Ihnen über einige Dinge reden, Ihnen einige Vor- und Nachteile unseres Unternehmens aufzeigen, da das mit einem hohen Schreibaufwand meinerseits einhergeht. Nur mal kurz die Hände eingecremt, damit das gleich ordentlich flutschen kann beim Schreiben bei mir. Muss ja alles anständig sein. Erstes Mal sagen, wie Sie von unserem Unternehmen gehört haben, beziehungsweise wo haben Sie das erste Mal von uns erfahren? Aber bitte sagen Sie, erzählen Sie mir. Alles klar. Alles klar, das verstehe ich. Wunderbar. Wollen Sie mir bitte mal sagen, wie Sie sich selber beschreiben würden in fünf einfachen Wörtern? Einfacher meine ich damit, es sind wirklich nur fünf Wörter gemeint. Das bedeutet, bezaubernd aussehen wären ja zwei. Sie können also nur bezaubernd oder aussehen, wobei letzteres natürlich weniger sinnvoll ist. Alles klar. Merci. Das habe ich mir notiert. Gut. Haben Sie ein bisschen was im Hals? Ein bisschen Probleme? Möchten Sie ein Bonbon haben? Das ist ein ganz, ganz kleines Bonbon. So Zitronengeschmack halt. Nehmen Sie ruhig gerne, sehr, sehr gerne. Sie können aber auch einen Kaugummi haben. Das ist grundsätzlich auch auf der Arbeit erlaubt, jedoch immer so, dass es niemanden stört. Ich muss da, glaube ich, nicht darauf hinweisen, dass, wenn man andere Mitarbeitende aktiv stört, das nicht gern gesehen wird. Ganz egal, ob es jetzt durch Essen oder durch sonstiges lautes, unangebrachtes Verhalten ist. Genau. Eine ganz einfache Frage mal. Was
ist Ihre bisherige Qualifikation, um bei uns anzufangen? Genau, wir brauchen natürlich eine gewisse Art von Person, um das mal freundlich auszudrücken. Und wir möchten, beziehungsweise ich möchte wissen, was Sie für uns denn jetzt qualifiziert. Erzählen Sie mir sehr gerne. Ja. Okay. Okay. Verstehe ich. Würden Sie das als Ihr Hauptattribut sehen? Das bedeutet, als Ihre Hauptfähigkeit, besser zu sein als andere Personen. Okay. Gibt es für Sie ein bisher einschneidendes Erlebnis, wo Sie sagen würden, dort haben Sie die größten Lehren für sich in der Zukunft, also momentan und in der nächstliegenden, naheliegenden Zukunft eher gesagt? Ja, gibt es den Punkt einfach? Okay. Okay. Alles klar. Gut. Jetzt haben wir in der Regel relativ viel Kontakt zu anderen Personen. Und mich würde mal Ihr allgemeines Verhalten interessieren. Das bedeutet, Sie stellen sich bitte jetzt mal folgendes Szenario vor. Sie haben Kontakt zu einer Person, welche mit der von uns erbrachten Leistung nicht zufrieden ist. Sagen Sie mir doch bitte mal, wie würden Sie sich in diesem Fall jetzt direkt verhalten? Was Sie jetzt in dem Moment machen können, nicht im Gesamten, sondern nur jetzt zu diesem Zeitpunkt. Ich stehe also vor Ihnen und bin mit der Leistung, die wir erbracht haben, unzufrieden. Ihr Verhalten. Okay. Ja. Ich verstehe. Und wie würden Sie dann weitergehen? Okay. Ja, verstehe ich. Wunderbar. Gibt's dann im nächsten Schritt jetzt mal ein bisschen darüber hinaus geguckt, wie Sie dann vorgehen würden? Also wenn man einfach mal einen Schritt weiter gehen würde. Okay. Ja. Verstehe ich. Okay. Nun, es ist ganz wichtig, dass unsere Gäste bzw. unsere zahlende Kundschaft jederzeit ein zufriedenstellendes Ergebnis erhält. Und es kann immer mal sein, dass das Ganze nicht zur Zufriedenheit dieser Person ausfällt. Und unsere Aufgabe ist dann natürlich, das so anzupassen, dass die Zufriedenheit am Ende gewährleistet werden kann. Dass man auch auf der einen Seite nicht nur einen Kunden hat, der auch wiederkommt, sondern der im Zweifelsfall nicht nur von uns überzeugt ist, sondern auch von unserer Bereitschaft zur Anpassung. Das bedeutet, Dinge
zu verbessern und eben für die Person zu optimieren. Okay? Ganz, ganz wichtige Sache, weil das bringt uns am Ende des Tages dann auch wieder eine gewisse Reputation als Unternehmen, was aus eigenen Dingen lernt, und das gibt dann wieder einfach weitere Effekte, dass weitererzählt wird, wie wir uns verhalten. Genau. Ich möchte aber jetzt natürlich auch mal so ein bisschen auf uns zu sprechen kommen. Das bedeutet, wir bieten natürlich für Sie diverse Vorteile an. Ich würde behaupten, die Vorteile aller Vorteile, und zwar bei uns zu arbeiten, ist einfach das Nonplusultra, würde ich mal behaupten. Es ist und bleibt das Nonplusultra auf jeden Fall, weil wir nicht nur mit einer attraktiven Vergütung winken, sondern auch gleichzeitig hohe Aufstiegschancen bieten und dadurch natürlich auch die Möglichkeit zur eigenen Entfaltung und zur eigenen Entwicklung bieten. Okay, das ist in vielen, insbesondere, ein Moment, ich werde angerufen. Obermann, schönen guten Tag, wie kann ich Ihnen helfen? Hallo? Ah, jetzt. Hallo, Obermann, schönen guten Tag. Wie kann ich behilflich sein? Genau, das hatten Sie angekündigt. Das ist korrekt. Sagen Sie mir bitte nochmal das Datum ganz kurz. Genau, das war. Ja, genau. Der 7.12. war das richtig. Richtig, richtig. 14 Uhr, korrekt. Ja, ich sehe es auch gerade hier. Ja, 14 Uhr hatte ich noch im Kopf, genau. Nein, also das ist kein Problem. Der Termin steht und ist fest im Boden verankert. Bedeutet, da wird nichts irgendwie auf einmal ausfallen. Nein, nein. Nein, nein, das ist kein Problem. Kein Problem, kein Stress. Findet alles wie geplant statt. Aber selbstredend, hier wird nichts ausfallen. Ganz genau. Genauso sieht's aus. Das ist super, oder? Ja, so sind wir. Wir bieten natürlich nur das Beste an. Richtig, richtig. Alles klar. Okay, dann würde ich sagen, freue ich mich auf unseren Termin und kann es kaum abwarten. Ja, ich weiß. Ja, das gebe ich zu. Alles klar, machen Sie es gut. Gerne doch. Tschüss. Okay, perfekt. Das ist zum Beispiel ein Kunde, bei dem wir einen größeren Auftrag jetzt planen abzuschließen. Und genau sowas ist das. Wenn wir da jetzt nicht das richtige Benehmen an den Tag legen würden, dann wäre das grundsätzlich eher schlecht, weil dann wäre diese Person relativ schnell bei uns weg. Und das wollen wir doch tunlichst verhindern, oder? Genauso ist es. Genau so ist es. Gut, Sie werden natürlich im Rahmen dessen, wenn Sie bei uns anfangen, mit diversen Möglichkeiten ausgestattet. Das bedeutet, Sie erhalten diverse technische Geräte. Unter anderem erhält jeder von uns eine Sportuhr. Variiert ein bisschen, je nachdem, auf welchem Level man einsteigt. Es kann also sein, dass Sie eine Fitbit erhalten. Es kann aber auch sein, dass Sie zum Beispiel eben eine Apple Watch erhalten. Was auch immer. Aber jeder bekommt eine Uhr. Einfach, um so ein wenig den Gesundheitszustand zu tracken.
können das ja nicht hundertprozentig genau, aber sie können es zumindest in Tendenzen. Exakt. Jeder von uns. Dazu erhalten sie natürlich noch diverse andere Sachen. Ich öffne mal hier. Unter anderem ein Telefon erhält jeder von uns. Okay, perfekt. Wenn ich eine Nachricht bekomme, ist häufig Vorsicht geboten, weil dann ist es häufig so, dass es einer relativ schnellen Antwort bedarf. Genau, genau. Okay, aber das sieht gut aus. Dazu erhalten Sie natürlich noch diverse Vorteile, die Sie bei uns bekommen. Das bedeutet unter anderem die Rabattierung auf viele Produkte des täglichen Bedarfs, aber halt auch für gewisse Investitionen. Das bedeutet, wenn Sie zum Beispiel mal so etwas wie einen neuen Fernseher brauchen, irgendeine Art von neuen Schuhen oder auch sonstige Produkte, das ist alles gar kein Problem. Da erhalten Sie bei uns Vorteile, absolut dazu natürlich 30 arbeitsfreie Tage. Das bedeutet Urlaub. Dazu kommen dann noch, ist der 24. und 31. Dezember automatisch Urlaub bzw. automatisch bezahlt frei. Sie müssen sich da dementsprechend keine Urlaubstage für nehmen. Die sind automatisch besetzt. Ganz genau. Das ist eine, wie ich finde, sehr gute Sache. Und sollte auch so sein, meiner persönlichen Einsicht nach. Aber deswegen haben wir das auch von Anfang an so geregelt. Darüber hinaus erhalten Sie neben den normalen 12 Gehältern auch noch weitere finanzielle Unterstützung in Form von einem 13. Gehalt als Sommergehalt. Und einem sogar 14. Gehalt in Form von Wintergeld. Und ich glaube, auch hier kann man schon sagen, dass das definitiv nicht der Norm entspricht und dass man hier sehr überdurchschnittlich bezahlt wird. Genau. Was sagen Sie denn Stand jetzt? Okay, wenn Sie möchten, ein Angebot meinerseits, kann ich Sie sehr gerne mal durch unser Unternehmen führen hier am Standort. Und dann erhalten Sie einen ersten Einblick in unser Geschäftsgebaren. Wie wäre das? Wäre das für Sie eine interessante Möglichkeit? Okay, dann können wir das sehr, sehr gerne jetzt machen. Kurz einmal anklicken. Okay. Gut. Dann würde ich sagen, dürfen Sie schon mal kurz nach vorne gehen und ich folge Ihnen sofort. Okay. Alles klar. Bis gleich.